Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die Reflexion. Reflexion. Man könnte sagen, wir reflektieren über die Reflexion. Ihr seid mit dem Thema wahrscheinlich viel besser vertraut, als ihr jetzt im ersten Moment denkt, denn immer wenn ihr die Augen aufschlagt, dann seht ihr ja Dinge. Und diese Dinge leuchten meistens nicht selber, sondern die werden beleuchtet und die reflektieren dann nur das Licht. Und weil sie Licht reflektieren, seht ihr sie. Also wenn ihr eure Umgebung mit den Augen wahrnehmen könnt, dann liegt das an der Reflexion. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr zwei Arten von Reflexion. Die eine Art, die nennt sich gerichtet. Gerichtete Reflexion. Und gerichtet, das ist die Art, wie Spiegel reflektieren. Das hat also viel mit Spiegelung zu tun. Und die andere Art, das ist die diffuse Reflexion. Das ist, wenn man eben nichts Genaues erkennen kann, wenn einfach Flächen hell werden, man aber darin keine Bilder sieht. Schauen wir uns erstmal im Einzelnen an, wie so eine Spiegelung funktioniert. Also ich nehme hier die Oberfläche eines Spiegels, das soll die Oberfläche des Spiegels sein und da fällt jetzt ein Lichtstrahl auf den Spiegel ein, so. Tja, dann könnt ihr euch sicher schon denken, das ist jetzt wie bei einer Billardkugel. Wenn die hier so reinprallen würde, dann würde sie mit demselben Winkel wieder rausgehen. Also so und so macht das auch der Lichtstrahl. Das hier, das ist der einfallende Lichtstrahl. Den nennen wir einfallender Lichtstrahl. Einfallender Strahl. Und das ist der reflektierte Strahl. Dann habe ich von gleichen Winkeln gesprochen. Welche Winkel meine ich denn da? Ich male hier mal die Senkrechte auf den Spiegel hier ein. Das ist meine Senkrechte. Der Winkel hier, das ist der Winkel zwischen dem einfallenden Strahl und dieser Senkrechten. Das ist mein Einfallswinkel. Den nenne ich mal hier Theta. Theta E für Einfallswinkel. Also das ist der Einfallswinkel. Der Einfallswinkel des Strahls. Und der soll gleich sein diesem Winkel hier. Und dann nenne ich auch Theta, aber den nenne ich Theta R, weil das ja der Winkel des reflektierten Strahls ist. Und den nenne ich auch den Reflexionswinkel. Das ist der Reflexionswinkel. Also bei einer Spiegelung ist der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel. Oder man kann auch sagen, mein Theta E ist gleich dem Theta R. Das gilt bei jeder Spiegelung. Ihr seht es gleich hier, also hier unten für diese Winkel würde das genauso gelten. Ja, die zwei Winkel sind auch gleich, denn beide Winkel, der Reflexionswinkel und dieser Winkel ergänzen sich zu 90 Grad und der Einfallswinkel und dieser Winkel hier unten ergänzen sich auch zu 90 Grad. Also sind auch die beiden unteren Winkel gleich. Aber es ist reine Definitionssache, dass man halt hier oben immer diesen Einfallswinkel, also wenn ich höre, der Einfallswinkel ist 70 Grad, dann bezieht sich das immer auf den Winkel zwischen der Senkrechten und dem einfallenden Strahl. Hier oben können wir uns das mal an einem echten Beispiel anschauen. Da sehen wir einen natürlichen Spiegel, ja, diese Wasserfläche, das ist eher ein riesiger natürlicher Spiegel. Und da spiegelt sich also recht schön dieser schneebedeckte Berg und der Wald. Wir könnten mal anschauen, wie dieses Bild zustande kommt. Greifen wir mal einen Punkt hier an dem Berg raus. Nehmen wir mal diesen Punkt hier direkt unter dieser Zacke. Das kann man nämlich unten leicht wiederfinden. Da ist auch diese Zacke. Ja, da haben wir auch die, das ist sozusagen der Bildpunkt. Und wie geht dann der Lichtstrahl? Also von diesem Punkt hier gehen ja ziemlich viele Lichtstrahlen aus. Ja, wir haben hier so ein Schneefeld, das ist reflektiert diffus. Da kommen wir gleich noch dazu. Das heißt, dass hier also nach allen möglichen Richtungen Strahlen ausgeschickt werden und einer dieser Lichtstrahlen hier von diesem Punkt, der geht eben gerade auch auf das Wasser. Der würde hier so runtergehen, auf das Wasser treffen und dann würde er vom Wasser, von der Wasseroberfläche gespiegelt werden, direkt in unsere Augen hinein. Also hier würde er dann sozusagen unser Auge setzen und diesen Strahlen auffangen und so sehen wir dann diesen Bildpunkt hier auf der Wasserfläche. Wenn ich jetzt das mal mit den Winkeln einmalen möchte, da male ich mal hier diese Senkrechte auf die Wasseroberfläche ein. Das wäre hier die Senkrechte. Und ihr seht schon, das wird jetzt hier irgendwie knapp. Also das hier, dieses kleine Stück hier, das ist das, was wir vom Einfallswinkel sehen. Das ist nicht der ganze Einfallswinkel, das ist jetzt nur
aufgrund unserer Perspektive, wir schauen ja von genau vorne drauf auf diesen Strahl, der versteckt sich sozusagen. Also das ist das kleine Stück, was wir von diesem Winkel sehen. In Wirklichkeit ist er viel größer, in Wirklichkeit ist er genauso groß wie dieser Winkel hier, nämlich wie der Reflexionswinkel. Wenn ihr euch das von der Seite vorstellt, das Bild, da würdet ihr schnell einsehen, dass das eigentlich gleich große Winkel sind, denn der Berg ist ja sehr weit von dem See entfernt. Das heißt, der Lichtstrahl kommt jetzt nicht steil von oben in den See rein, sondern der kommt sehr flach hier, knapp über dem Wald kommt er an, geht hier auf das Wasser und prallt dann auch genauso flach, geht das weiter hier bis in unser Auge hinein. Aufgrund der Perspektive sieht es eben so aus, als sei jetzt hier der Reflexionswinkel größer als der Einfallswinkel. In Wirklichkeit sind die beiden Winkel gleich groß. Und genauso würde das gelten jetzt für den Winkel zur Wasseroberfläche. Wenn das hier das auf der Wasseroberfläche liegt hier, dann hätten wir hier den Winkel zur Wasseroberfläche, das wäre hier dieses Stück oder das wäre dieses Stück, die sind auch gleich. So, aber jetzt nochmal zum Thema diffuse Reflexion. Ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt. Das Schneefeld leuchtet ja nicht von selber. Das Schneefeld wird ja von der Sonne bestrahlt. Trotzdem sehen wir da kein Bild der Sonne. Wir sehen nur eine gleichmäßig ausgeleuchtete Schneefläche. Und das ist eben das Zeichen der diffusen Reflexion. Schauen wir uns erstmal an, wie die diffuse Reflexion überhaupt zustande kommt. Da haben wir also eine Oberfläche, die ist jetzt nicht so schön glatt wie da links, sondern die ist das Gegenteil von glatt. Die ist äußerst zerklüftet. Da liegen ja nur Schneeflocken herum, die auch noch eine sehr komplizierte Struktur haben. Also es herrscht ein großes Durcheinander. Diese Oberfläche ist das reinste Chaos. Und wenn da jetzt die Lichtstrahlen reinkommen, die mögen ganz toll parallel hier von der Sonne, sehr schön gerade kommen die alle rein. Aber der eine Lichtstrahl wird halt jetzt hierhin gespiegelt und der nächste ganz parallel, der kommt da auch sehr schön rein. Aber der wird hier praktisch in sich selber zurückgespiegelt. Und der Strahl, der hier reinkommt, der mag hier weggespiegelt werden, der stößt aber hier wieder dran und der geht dann vielleicht in diese Richtung am Ende. Und hier noch ein Strahl, der geht dann in der Richtung weiter. Also wirklich das reinste Chaos. Die werden in alle möglichen Richtungen reflektiert, obwohl sie eigentlich sehr schön gerade hier in einer einheitlichen Richtung hier einfallen. Hier drüben war das ja anders. Wenn dann noch mehr Strahlen reinkommen, also alle aus derselben Richtung, dann werden sie auch in dieselbe Richtung gespiegelt. Ja, da kommt noch einer und der geht dann auch wieder in dieselbe Richtung. Das heißt, ein Beobachter, der hier in den Spiegel schaut, der kann in dem Spiegel tatsächlich ein Bild der Lichtquelle erkennen, weil eben auch die Strahlen hier sich geordnet dann zu einem Bild zusammenfügen. Während hier drüben, wenn er da drüben drauf schaut, da kann er nur irgendwie eine helle Fläche erkennen, aber ein Bild gibt sich aus diesem Chaos hier nicht. Also hier diffuse Reflexion, das ist aber genau das, was hier auf dem Berg passiert. Ja? Da kommt das Licht rein von der Sonne, trifft das hier drauf und geht jetzt in allen möglichen Richtungen, wird das hier weiter gespiegelt und spiegelt sich mehrfach und läuft eben kreuz und quer. Und das passiert auch genauso bei dem Strahl und bei dem Strahl. Überall verteilt sich das Licht und letztendlich geht dann ein Teil von dem Licht in unsere Augen hinein, aber das ergibt eben kein Bild der Lichtquelle mehr. Das Sonnenlicht, das trifft ja jetzt nicht nur das Schneefeld, das Sonnenlicht trifft ja jetzt genauso hier die Bäume. Also hier kommt natürlich auch das Sonnenlicht rein und trifft dann auf die Tannennadel. Und die Tannennadeln machen jetzt etwas anders als das Schneefeld. Das Schneefeld spiegelt ja alle Lichtfrequenzen gleichermaßen, deshalb erscheint es uns auch weiß. Hier bei den Tannennadeln ist das nicht so. Die verschlucken einen Teil des Lichtes, nämlich den Teil des Lichtes, den sie für die Photosynthese gebrauchen können. Und nur das grüne Licht, das können sie nicht brauchen und das wird reflektiert. Aber auch dieses grüne Licht wird dann nach allen möglichen Richtungen reflektiert, sodass sich also auch hier eine eher gleichmäßig beleuchtete Fläche ergibt, aber kein Bild der Lichtquelle erkennbar wird. Hier rechts ist auch nochmal ein Beispiel für eine Spiegelung. Und genauso wie in dem Bild da drüben, wenn wir jetzt hier von der Sonne ausgehen, dann wird die Sonne auch einen Strahl hier auf das Wasser schicken. Das ergibt dann ein Spiegelbild der Sonne und von diesem Spiegelbild geht der Strahl eben direkt in unser Auge herein. Das ist genau wie da drüben, da können wir auch wieder die Senkrechte einzeichnen. Und wir sehen, hier ist unser Einfallswinkel und hier wäre unser Reflexionswinkel. Und wieder aufgrund der Perspektive
sieht es so aus, da der Strahl natürlich genau auf uns zukommt, sieht es wieder so aus, als wäre der Reflexionswinkel größer als der Einfallswinkel. In Wirklichkeit sind beide Winkel wieder gleich groß. Was aber das Bild besonders interessant macht, ist eigentlich der Punkt hier. Das wirkt also so, als wäre dieses Bild der Sonne hier ein Bild des Bildes, ein Bild der Spiegelung der Sonne. Wenn wir uns das aber genauer überlegen, dann stellen wir fest, dass es so einfach nicht ist. Ja. Natürlich, von hier geht also das Licht direkt in unser Auge. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber woher kommt das Licht? Kommt das wirklich aus diesem Punkt hier? Eher nicht. Denn das Licht aus diesem Punkt hier, dieses Licht geht ja alles direkt in unser Auge. Deshalb sehen wir ja dieses Bild der Sonne hier. Es kann sein, dass das Licht, was hier auf das Paddel trifft, dass es von einem ganz anderen Punkt geht, dass es vielleicht von hierher kommt. Ja? Es kommt von der Sonne, das kommt ein bisschen flacher rein. Und weil es flacher ist, trifft es dann das Paddel und dann geht es in unsere Augen. Und deshalb sehen wir das Bild der Sonne erst hier. Aber es kann durchaus sein, dass wir dieses Spiegelbild hier an dieser Stelle, das sehen wir nicht, weil eben der Lichtstrahl nicht in unser Auge geht, sondern zum Paddel hingeht. Also der geht von hier zum Paddel hin, dort trifft es auf das Paddel, dort erzeugt es dieses Bild und dann geht es erst in unser Auge. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen das Interesse an der Reflexion geweckt. Und es gibt noch ein zweites Video über das Thema Reflexion, wo wir mal Gegenstände betrachten, die gleichzeitig spiegeln und diffus reflektieren.